Alles aus. Es ist eine getanzte Kundgebung. Dieses Video wurde gedreht 2012 für das erste Rising 2013 und es ist eine getanzte Kundgebung für den Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Ich bin Aiko Kasuko-Kurosaki. Ich bin der Opfer von One Million Rising Austria und ich bin selber Tänzerin, Choreografin, Performerin und die künstlerische Leitung. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier da sind und ich freue mich sehr, dass ich Sie alle begrüßen kann am Podium und übergebe sofort an die Gastgeberin des Hauses, Corinne Eckenstein. Ja, Ihnen auch einen schönen guten Morgen und ich freue mich besonders, dass das heute hier bei uns im Kino Wien stattfindet, denn Gewalt an Kindern, vor allem an Mädchen, insbesondere in diesem Fall, und an jungen Frauen und an Frauen allgemein, ist etwas, was mir besonders ein persönliches Anliegen ist, ein Statement dagegen in dem Fall zu machen. Und das, wie du schon gesagt hast, durch Tanz ist ein besonders starkes Zeichen. Nichts ist so schmerzlich wie das Wissen darum, wie viele Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt Gewalt ausgesetzt sind. Schlimmer noch, dass es zum Selbstverständnis einer patriarchalen Gesellschaft gehört, dass dies normal ist. Es erfüllt mich mit Zorn zu wissen, dass Mädchen unterdrückt, geschlagen, vergewaltigt und auch ermordet werden, weil sie Frauen sind. Und es macht mich stolz und stark, wenn ich sehe, dass sich Frauen und Mädchen zusammentun und auf die Straße gehen, sich in Selbstverteidigungsgruppen lernen, sich zu wehren und sich in Netzwerken ermutigen. Und es macht mich traurig, dass das immer noch ein Thema ist. Aber weltweit erheben sich Frauen aller Alters und Herkunft und auch immer mehr Männer. Ihre Stimme gegen sexuelle Gewalt, für Bildung und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Gemeinsam solidarisieren sie sich, um für gleiche Rechte zu kämpfen. OPA ist eine wunderbare Aktion, denn es gibt Frauen und Mädchen nicht nur ein Gesicht, sondern durch das gemeinsame Tanzen zeigt es Lebensfreude und es gibt Mut, sich nicht einschüchtern zu lassen. Wenn es keine männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen mehr gibt, wäre unsere Welt eine friedlichere und von Respekt geprägt. An dieser Stelle möchte ich noch ein Zitat von Johanna Donal wiedergeben zum Thema Feminismus. Die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn. Johanna Donal, 2004, unsere erste österreichische Frauenministerin. Danke. Dankeschön. Kann man dazu sagen auch, dass sie Geburtstag hat am 14. Februar und das ist auch eine wunderschöne Gelegenheit, das auch gleich zu verbinden. Darf ich das Wort gleich an die Lena Jäger geben. Sie ist die Projektleiterin für das Frauenkursprogramm 2.0, also 2.0. Das heute gestartet hat und deswegen eine ganz tolle Gelegenheit, dass ich mit Ihnen reden kann. Ja, es freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass du mit dem Zitat abgeschlossen hast, weil dieses Zitat ja dem Frauenvolksbegehren Patin gestanden ist bei der Entwicklung der Präambel. Tatsächlich ist es das, worum es im Frauenvolksbegehren geht. Eine Zukunft für alle Menschen zu schaffen, denn es ist tatsächlich so, geht es allen Menschen gut? Geht es allen Menschen gut? Das Frauenvolksbegehren hat drei der neun Forderungen dem Thema Sicherheit, Recht auf Sicherheit verschrieben. Und Gewalt, Gewaltschutz, Gewaltprävention hat ganz, ganz viel mit dem Recht auf Sicherheit zu tun. Das ist auch der Grund, warum
dass das einzige Thema ist, für die von Ihnen, die es vielleicht wissen, es ist so, dass das Frauenvolksbegehren ja anfangs 15 Forderungen hatte und dann im Laufe der letzten Monate diese Forderungsstruktur verändert hat und jetzt 9 Forderungen hat. Und das Thema Gewaltschutz ist das einzige, was eine komplett neue Forderung hinzugekommen hat. Warum? Wir sagen, alle Menschen hier in Österreich und auch außerhalb von Österreich haben ein Recht auf Sicherheit, haben ein Recht auf die Unversehrtheit ihres Körpers, haben ein Recht darauf, sich als Personen frei zu entfalten, keine Diskriminierung zu erfahren. Und es ist tatsächlich so, dass geschlechterspezifische Fluchtgründe nach wie vor nicht anerkannt sind, auch frauenspezifische Fluchtgründe. Und hier gibt es ein ganz, ganz klares Defizit, weswegen das Frauenvolksbegehren eine neue Forderung hinzugenommen hat, die heißt Schutz gewähren. Das ist gerecht. Und wir fordern damit die Anerkennung von geschlechterspezifischen Fluchtgründen, weil gerade Frauen und Mädchen auf der Flucht unglaublichen Martyrien ausgesetzt sind, in psychischer und in physischer Hinsicht. Und das ist etwas, wo gerade wir auch hier in Österreich, die wir dann im Verhältnis, im Vergleich dazu sehr sicher leben, hinschauen müssen. Das ist unsere Pflicht. Darüber hinaus ist es so, dass das Frauenvolksbegehren sagt, die Diskriminierung von Frauen in jeder Hinsicht muss ein Ende haben. Auch die Diskriminierung, die Frauen hier in Österreich in dem Alltag erleben, ist eine Form von Gewalt. Es ist sehr, sehr wichtig, auch gerade beim Frauenvolksbegehren merken wir, dass das in puncto Gewalt Aufklärungsarbeit passieren muss. Es wird ganz oft häusliche mit sexualisierter Gewalt gleichgesetzt. Viele Menschen haben keine Ahnung, welche Beratungsstellen eigentlich für welche Form von Gewalt, die dann passiert, die richtigen sind. Das ist wichtig, dass wir da hinschauen, dass wir auch gemeinsam als Frauenverbände da Aufklärungsarbeit leisten. Und deswegen freut es mich tatsächlich auch sehr, heute eingeladen zu sein, weil du hast es schon gesagt, Eiko, es ist heute der Tag, wo das Frauenvolksbegehren erstmals in den Gemeindeämtern unterschrieben werden kann. Viele der MedienvertreterInnen, freut mich sehr, Sie jetzt heute schon ein zweites Mal zu sehen, waren mit uns gerade schon im Gemeindeamt. Und gerade in dem Punkt möchte ich Sie natürlich auch alle einladen, auch hier eine Stimme für das Frauenvolksbegehren abzugeben. Dem Frauenvolksbegehren ist es sehr wichtig, diese Frauensolidarität gemeinsam mit anderen Vereinen zu leben. Das ist auch der Grund, warum wir heute keine eigene Pressekonferenz machen. Ich möchte abschließen damit, dass das Frauenvolksbegehren laut und deutlich sagt, Gewalt verhindern, das ist gerecht. Schutz gewähren, das ist gerecht. Das sind die zwei Forderungen, die wir dazu haben. Und es muss endlich so sein, dass wesentlich mehr Geld in die Gewaltprävention fließt. Das Frauenvolksbegehren steht den Maßnahmen der jetzigen Regierung sehr kritisch gegenüber, einfach härtere Strafen zu fordern. Es braucht Geld, es braucht Aufklärung, es braucht Zusammenarbeit. Deswegen versteht sich das Frauenvolksbegehren auch als ein Volksbegehren, als eines für alle. Damit möchte ich abschließen. Wir werden kämpfen. Danke schön, Lena, wunderbar. Und gleich daneben sitzt die Frau Brigitta Polnick und sie ist für die Gespräch für das österreichische Frauenring. Und wir haben eine sehr schöne Kooperation, immer das unterstützen uns großartig und es freut mich ganz besonders, dass Brigitta da ist. Danke schön. Danke auch für die Einladung. Ich bin auch ganz freudig überrascht, wie viele Medienvertreterinnen und Medienvertreter heute gekommen sind. Danke Ihnen allen fürs Kommen und ich hoffe, Sie werden auch entsprechend ausführlich und heftig über uns berichten. Ich glaube, ich brauche es im Zusammenhang mit einer Pressekonferenz zu One Billion Rising nicht besonders länger ausführen, dass Gewalt gegen Frauen allgegenwärtig ist, dass es ein internationales Phänomen ist, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen immer und überall passiert und dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen ganz viele hässliche Gesichter hat. Ich vertrete im Frauenring den Verein Österreichische Juristinnen. Das ist eine feministische Juristinnenvereinigung. Und für mich als feministische Juristin definiert sich sexualisierte oder sexuelle Gewalt als jeder unerwünschte Übergriff. Das ist, kann geschehen in Form von sexueller Belästigung, geht über die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bis zu Körperverletzung, Mord, Totschlag und gezielten Femizid, also gezielter Mord an Frauen.
Das 2016 reformierte Sexualstrafrecht hat neue Tatbestände eingeführt, nämlich den Tatbestand der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und hat den Tatbestand der sexuellen Belästigung erweitert. Das ist an sich erfreulich und in unserem Sinne, auch als feministische Juristinnen und auch im Sinne des österreichischen Frauenrings, der die größte Frauendachorganisation in Österreich ist, gewesen, wobei wir beim Tatbestand der sexuellen Belästigung durchaus noch Luft nach oben gesehen hätten, im Sinne einer etwas umfassenderen und vor allem etwas strikteren Definition, was um die sexuelle Belästigung zu verstehen ist. Aber Politik besteht immer darin, Kompromisse zu schließen. Und insofern sind wir durchaus auch froh, dass es wenigstens diese Erweiterung, die jetzt geltendes Recht ist, bei der sexuellen Belästigung gelungen ist. Leider fehlt nach wie vor die psychische Gewalt als Tatbestandsfaktor. Das wäre uns und auch anderen Frauenorganisationen ganz wichtig gewesen, dass bei der Gewaltdefinition, gerade bei Sexualstraftaten, auch die psychische Gewalt ausdrücklich erwähnt wird. Ich möchte aber auch dazu sagen, Gesetze sind eine wichtige Grundlage, aber sie sind nicht alles. Von der derzeitigen populistischen Forderung nach einer Erweiterung der Strafrahmen halten wir als Juristinnen ganz genau gar nichts. Das ist auch gestern bei der Diskussion im Zentrum ja von Expertinnen und Experten eindeutig begründet worden. Und die Referenz der Staatssekretärin, die ja eigentlich gar nicht für Justiz zuständig ist, auf die Rezeption von Sexualstraftaten in den Social Media stimmt mich eher sehr bedenklich, weil ich frage mich, wenn dann einer postet, schneidet ihnen die Eier ab, haben wir dann die Kastration als mögliche Sanktion im Strafgesetzbuch. Also davor würde ich sehr warnen, sich auf die Social Media zu rekurrieren, um höhere Strafrahmen, die eben, wie gesagt, gerade in diesem Bereich sexueller und sexualisierter Gewalt auch meiner Einschätzung nach, da schließe ich mich allen an, die das gestern geäußert haben, ganz genau gar nichts bringen und reiner Populismus sind. Vielmehr würde es nützen, wenn zum Beispiel Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, also meine lieben Berufskolleginnen und Kollegen, Anzeigen ernst nehmen, die Frauen nicht schon bei der Anzeigerstattung bei der Polizei scheitern, und das auch wirklich verfolgen und bestrafen, was jetzt schon aufgrund des geltenden Rechts möglich ist. Und das Verfahren so ablaufen, dass Frauen nicht neuerlich traumatisiert werden, indem sie fünfmal ihre grauslichen Erlebnisse wiederholt werden und dafür womöglich noch belächelt werden oder ihnen das Gefühl vermittelt wird, na so arg wird es schon nicht gewesen sein. Da liegt noch viel Arbeit vor uns, eben auch was die Bewusstmachung von Übergriffen betrifft. Auch Worte und Gesten können verletzen und demütigen und verletzen vor allem, und das ist uns ganz wichtig, die Menschenwürde der Betroffenen. Und ich spiele jetzt ein bisschen die Cassandra und sage, was als scheinbar harmlose Anmache oder Grabscherei beginnt, endet leider oft unserer juristischen Erfahrung nach in Mord und Totschlag. Für Gewalt gegen Frauen gibt es viele Erklärungen, aber nie eine Entschuldigung. Ich halte Kampagnen wie die jetzt von Nicola Werdenig gestartete Kampagne oder auch wie die Kampagne MeToo für ganz wichtig, weil sie Frauen ermutigt, eben sich nicht zu verschweigen über ihre Erlebnisse sexualisierter und sexualisierter Gewalt. Und ich schließe mich auch der Lena an, wenn sie gesagt hat, bitte kümmern wir uns auch, und ich glaube, das sind auch Sie in den Medien gefordert, bitte kümmern wir uns auch um die fürchterlichen Gewalterfahrungen, die geflüchtete Frauen erlebt haben, sowohl in ihren Herkunftsländern als auch auf der Flucht, als auch in den Massenunterbringungen. Und wenn sie dann auf die Straße gehen und sie werden für ihren Kopf gespuckt und beschimpft, ist das die nächste Gewalterfahrung und die nächste Traumatisierung. Wir müssen, und dabei können uns, denke ich, Medien unterstützen, gerade auch geflüchtete Frauen im Asylverfahren ermutigen, über ihre Gewalterfahrungen zu sprechen. Und der Gesetzgeber wäre gefordert, im Asylgesetz endlich klarzustellen, dass auch geschlechtsspezifische Gewalt als Asylgrund geltend gemacht werden kann und geltend gemacht werden sollte. Er wird oft jetzt von den Behörden anerkannt, steht aber nicht ausdrücklich im Gesetz verankert. Und abschließend meine Bitte an Sie als Vertreterinnen und Vertreter der Medien,
Bitte berichten Sie über jede Form von Gewalt, egal von wem sie ausgeübt wird, wo sie ausgeübt wird, warum sie ausgeübt wird. Also bitte berichten Sie nicht nur über die afghanischen Flüchtlinge am Praterstern, sondern berichten Sie auch über die traumatisierenden Erfahrungen geflüchteter Frauen und über die Gewalt, verschiedensten Formen von Gewalt, die Frauen in unserer Gesellschaft erleiden müssen. Und ein ganz, für mich ganz wichtiger Appell zum Abschluss, bitte achten Sie auf die Nomenklatur, also auf die Begriffe, die Sie verwenden. Es handelt sich um Mord, es handelt sich um Totschlag, es handelt sich um schwere Körperverletzung und es handelt sich um Vergewaltigung, um nur einige Beispiele zu nennen. Ein Vergewaltiger ist kein Sextäter, weil Sexualität ist ja an sich nichts Strafbares, sondern ein Vergewaltiger ist ein Vergewaltiger und ein Mörder ist ein Mörder. Und wenn ein Polizist außer Dienst mit seiner Dienstwaffe seine Lebensgefährtin totschießt, dann ist das kein Beziehungsdrama, sondern das ist schlicht und einfach Mord. Weil wenn ein junger Demonstrant eine Flasche wirft und dabei nicht einmal jemanden verletzt und es nicht einmal ihm sicher nachgewiesen werden kann, ob überhaupt er die Flasche geworfen hat, wird er unter Umständen, so wie geschehen in Hamburg, zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, dieser junge Mensch war ein Beziehungstäter, obwohl er vielleicht eine gestörte Beziehung zur Staatsgewalt hat, aus verständlichen Gründen. Also bitte noch einmal abschließend mein Appell, nennen Sie die Dinge bei ihrem grausamen Namen und bezeichnen Sie Delikte, die im Bereich sexueller oder sexualisierter Gewalt passieren, mit dem Namen, den das Strafrecht für Sie vorsieht. Und berichten Sie darüber. Sie unterstützen uns damit sehr in unserem allgegenwärtigen Kampf gegen jede Form von Gewalt an Frauen und Mädchen. Dankeschön. Danke, Brigitte. Wirklich wichtig und gut. Und dafür ist auch OBRA ganz wichtig, dass wir in eine Kampagne und wir bilden eine Brücke zwischen Kunst, Aktivismus, NGOs und natürlich der Politik. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sabrina Heine-Schrosek da ist, Bundesfrauenvorsitzende. Und bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Genau daran wollte ich anschließen, was du jetzt gesagt hast. 1 Milliarde steht auf, 1 Milliarde Frauen weltweit. Am 14. Februar tanzt 1 Milliarde Frauen gegen Gewalt. Und ich denke, dass es auch ein wunderbares Symbol ist. Auch ich war heute schon unterschreiben, dass Lena Jäger heute da ist, weil, und sie hat es ausgeführt, einer der Forderungen des Frauenvolksbegehrens sich genau mit dem Thema Gewalt beschäftigt, genau mit dem Thema, dass wir Frauen in Österreich flächendeckend ermöglichen müssen, dass sie Institutionen vorfinden, wo sie Hilfe erwarten können, dass sie einen Rechtsanspruch darauf haben, dass sie diese Hilfe auch bekommen. Nicht nur die Prozessbegleitung, wenn sie einen Prozess anstreben, sondern auch, und das ist mir vor allem in der Debatte jetzt, die sehr hitzig geführt wird und sehr einseitig auch geführt wird, wichtig zu sagen, dass es sehr, sehr um den Opferschutz geht und dass es auch um Täterarbeit gehen muss und dass das Geld dafür zur Verfügung gestellt werden muss. Da geht es nicht um, ja, wir schaffen jetzt einmal ein paar Plätze mehr. Die Bundesländer sind seit Jahren säumig, diese Plätze in Frauenhäusern auch flächendeckend zu schaffen. Wir haben eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind als Österreich. Wir haben einen Staatenbericht zu erwarten, die sogenannte Istanbul-Konvention, wie weit stehen wir im Gewaltschutz in Österreich. Demnächst werden wir das auch diskutieren können. Haben wir genug Daten zur Verfügung, um den Frauen adäquat helfen zu können? Leisten wir genug Arbeit, wo wir mit Hochrisikoopfern auf der einen Seite, aber auch mit Tätern, die reuig sind, auf der anderen Seite arbeiten? Oder reden wir nur darum, wie wir möglichst schnell Strafen erhöhen können? Und diese einseitige Debatte gehört aufgelöst. Und heute ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, auch zu sagen, dass ich es äußerst kritisch sehe, dass kein weibliches Mitglied dieser Bundesregierung sich auch erwärmen kann, dieses Frauenvolksbegehren zu unterstützen. Und es geht nicht darum, ob man 1:1 jede einzelne Forderung morgen umsetzen kann. Es geht darum, sich auch dieser Vision zu stellen, dass man sagen kann, man möchte in einer gewaltfreien Gesellschaft leben, man möchte in einer egalitären Gesellschaft leben, man möchte gerne die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in ein Gleichgewicht bringen, denn das ist jetzt genau nicht der Fall. Nicht nur bei den Gehältern, sondern auch bei Gewalterfahrungen ist es so, dass weit über 90% der Gewaltopfer weiblich sind.
meistens Frauen mit ihren Kindern betroffen. Und ich freue mich wirklich, dass wir seit 1997 gute Gewaltschutzgesetze in Österreich haben, die wir jetzt natürlich immer noch zu verbessern haben und nicht nur mit populistischen Forderungen befüllen sollten, wie sie jetzt dieser Tage auch aufgestellt wurden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich dem Opferschutz zu widmen, zu schauen, was brauchen traumatisierte Frauen, was brauchen diese Kinder, wie können wir genug Mittel zur Verfügung stellen, dass sie auch Psychotherapie beispielsweise bekommen in einem Ausmaß, wo sie gesund werden können und nicht unter Langzeitfolgen leiden, und wie können wir auch freiwillig oder auch vielleicht verpflichtend es möglich machen, dass Gewalttäter hier einer Therapie unterzogen werden, dass sie, wenn sie einsichtig sind, hier auch ein neues Leben unter Umständen beginnen können. Obra Österreich, Obra Austria, die Aktion findet ja nicht nur in Wien statt, sondern in fast allen Bundesländern, und ich bin wirklich hocherfreut darüber, dass wir hier gemeinsam sitzen und gegen Gewalt an Frauen und Kindern auftreten, antanzen, wenn Sie so wollen, dass wir das genau in den nächsten Wochen und Monaten gegen populistische Äußerungen zu verteidigen haben und das auch tun werden. Dankeschön. Und ganz besonders freue ich mich, dass Eva Didic heute da ist. Sie ist Bundesrätin und Sprecherin der Frauen, der Grünen Frauen Österreich. Und sie war von Anfang an mit dabei, wir haben das gemeinsam initiiert. 2012 haben wir uns zusammengesetzt und haben das erste Mal 2013 gemacht. Ja, und sie ist jetzt Ehrenmitglied von OPA und sie wird natürlich da sein und reden. Vielen Dank, Eiko, für die Einführung. Ich kann mich meinen Vorrednerinnen vorbehaltlos anschließen. Die Statistik, das Ausmaß von Gewalt an Frauen und Mädchen in Österreich ist schlicht und einfach erschreckend. Der Umgang der Gesellschaft ist erschreckend und der Umgang und die Antworten der Politik ist. Wir sehen jetzt am Frauenvolksbegehren, aber wir sehen auch jetzt am Thema Gewalt, dass sehr oft zu einem parteipolitischen Ping-Pong-Spiel wird, anstatt dass es hier einen Plan gibt, einen nationalen Aktionsplan, der alle Ebenen umfasst, der nicht populistisch ist und der tatsächlich auch Budget in die Hand nimmt, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zumindest ein wenig zu reduzieren. Du hast es selber schon gesagt, wir haben das vor Jahren initiiert, Obra als getanzte Kundgebung, weil es wichtig war, darauf aufmerksam zu machen, nicht nur in Sachbüchern, sondern gerade mit jungen Frauen und Mädchen, gerade in Schulen und mit Schulen gemeinsam, eine Art von Empowerment, wie wir immer gesagt haben, das heißt eine Ermächtigung zu schaffen, vor allem junge Frauen, um Nein sagen zu lernen und auch zum Ausdruck zu bringen, dass es nicht okay ist, sich Gewalt auszusetzen, egal ob sie in der Schule, auf der Straße oder im Internet stattfindet. Erschreckend ist aber, dass sich die letzten Jahre so gut wie nichts getan hat. Dieser geforderte nationale Aktionsplan wurde nie wirklich ins Leben gerufen. Wir haben alle möglichen Istanbuler Konventionen unterschrieben, aber es tut sich nach wie vor sehr, sehr wenig. Und wir wissen, dass nicht nur die Dunkelziffer in Österreich sehr hoch ist, sondern auch die Verurteilungsraten, Brigitte hat das schon erwähnt, wie das konkret aussieht. Und die Antwort, eine alleinige Antwort, das Strafausmaß zu erhöhen, ist tatsächlich, da schließe ich mich Gabriele Heinisch-Hossek an, nicht nur populistisch, sondern aufgrund von diesem Ausmaß schlicht und einfach zynisch. Es ist zynisch, dass die Politik, der Schwarz-Blau hier sagt, 100 Frauenschlafplätze und die Erhöhung vom Strafausmaß würde hier etwas bringen, wenn es wirklich um so ein breites, gesellschaftlich breites Thema geht. Und der Umgang mit Medien, also in Medien, ist mir auch noch ganz, ganz wichtig, weil tatsächlich, wenn der Bundeskanzler hier auf Geburtstagsfeiern von Journalisten sich befindet, dann finde ich es wichtig, dass es hier nämlich auch ein Bild vermittelt von dem, dass man das legitimiert, von dem, dass man hier nicht klar Stellung bezieht und dann im Nachhinein aber behauptet, Gewalt gegen Frauen wäre einem ein wichtiges Anliegen.
Das heißt, wir haben hier wirklich mit einem sehr großen Ausmaß zu tun. Wir haben es aber auf der anderen Seite mit populistischen, verkürzten Aussagen zu tun. Und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt das Frauenvolksbegehren zum einen die Debatte eröffnet, wie es Frauen und Mädchen in Österreich 2018 geht, aber auch, dass es One Million Rising nach wie vor gibt, als eine starke, sichtbare Kundgebung, die dieses Thema aufgreift und die versucht, auf eine andere Art und Weise auch darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, hier endlich klare Antworten zu finden und endlich auch wirklich auf allen Ebenen anzusetzen, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Absage zu erteilen. In diesem Sinne bin ich froh, egal in welcher Rolle, weiterhin dabei zu sein, und ich bin auch froh, auch da kann ich mich anschließen, dass es uns alle gibt, an unterschiedlichen Schalthebeln sozusagen der Republik, und wir uns hier gemeinsam dafür stark machen, dass dieses Thema überhaupt ein Thema wird in Österreich, dass es sichtbar gemacht wird, aber dass vor allem auch junge Frauen und Mädchen sich nicht allein gelassen fühlen, sondern wissen, da gibt es Verbündete und andere Frauen und hoffentlich auch Männer, die sich dafür einsetzen, dass sie Hilfe bekommen, dass sie Unterstützung erfahren und dass sie nicht das Gefühl haben, das ist jetzt ein Kavaliersdelikt und sie sind die Blöden, wenn sie sich sozusagen anmaßen, das zum Thema zu machen. In diesem Sinne freut es mich auch, dass es ein Interesse gibt, und danke euch nochmals, und ich hoffe, wir sehen uns alle am Mittwoch am Platz der Menschenrechte bei der Kundgebung selbst. Ja, ich glaube, es ist schon fast alles gesagt worden. Vielleicht noch ein paar Worte, warum wir heuer nicht vor dem Parlament sind wie die letzten Jahre, sondern warum wir heuer eben auf Kraft der Menschenrechte sind, ganz bewusst, weil Menschenrechte auch Frauenrechte auch Menschenrechte sind und weil wir ganz in der Lesung in Wien über die Kooperation freue ich mich ganz besonders und weil wir auch deswegen auch die Kooperation angestrebt haben, weil wir an die Jugend herantreten wollten und wir auch hier Kurse gemacht haben direkt, also ich habe diese Kurse auch geleitet und ich war über einen Erlass vom Bildungsministerium, wurden alle Schulen aufgefordert, sich zu verteidigen und manche Schulen haben es aufgegriffen, in Hartberg haben sie sogar mehrere Schulen zusammengetan, damit es was ganz Großes geben, zusammen mit der Frauenberatungsstelle Hartberg. Und in Wörgl hat es die ganze Schule getanzt, da war ich eingeladen zu unterrichten, das war ganz toll. Und dann war ich noch einmal dort, wie sie das auch getanzt haben, weil sie haben jetzt natürlich die Semesterferien und machen das nicht vor Ort dort, aber sie haben das im Dezember vor Weihnachten noch gemacht. Wir waren über 300 Kids und die Lehrerinnen haben alle getanzt mit mir, es war wunderschön. Ja, das ist eben, was wir schon berichten wollten. Wir versuchen zu helfen, zu vernetzen, bundesweit auch die anderen Risings unterstützend zu fördern. Und, aber in Wien habe ich da einen ganz besonderen Ehrgeiz als Künstlerin, dass wir so ein Event haben, das eigentlich schon mehr als eine Kundgebung ist, das über die Kunst schon fast wie ein Mini-Festival ist. Und wir haben Künstlerinnen wie Eloise heuer auftreten, wir haben eine zeitgenössische Formation, die nennt sich Anti-Fascist Ballet School. Sie werden partizipativ mit uns allen Ballett studieren. Antifaschistisch. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle mitmachen würden. Und wir haben auch natürlich die einzige feministische Frauentrommel, Sticks Frauentrommel-Formation. Wir haben Esrap wieder dabei. Das ist ein Rap-Duo mit der Esra Özmen. Sie ist Frauenpreisträgerin. Und wir haben diesmal auch in Teilen aufgeteilt, weil Februar ist immer sehr kalt, Sie wissen. Und wir haben im ersten Teil ein Special für die Schulen, auch auf dem Platz der Menschenrechte. Und dann hier drinnen, aber nicht in diesem Saal, sondern auf Bühne 3, oben im Dschungel Wien, wo auch Lisbeth Bitto mit ihrer Gruppe Coco Collectivo einen Tanzperformance bringen wird und danach geht es zur Hauptkundgebung um 18.30 Uhr mit den Projektionen von der Star Sky und die schon vorhin genannten Künstlerinnen. Ja, wir haben nachher noch eine Afterparty. In der Galerie gleich so genug, das ist ja viel weiter weg. Ja, also zu all diesen Punkten sind Sie alle herzlich eingeladen und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache und ich freue mich sehr, weil es wirklich wichtig ist, jede Kampagne, jede Initiative gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ist wichtig. Und das möchte ich nur betonen. Dankeschön. Wenn Sie noch Fragen haben, wir sind jetzt bereit. Frau Mann,
Wie stehen Sie dazu, dass kein einziges weibliches Gebiet für die Unterstützungserklärung in der Zeit bemüht? Oder kommt das die Frau Horlitz bitte? Dazu stehe ich insofern ein bisschen ambivalent, weil ja Volksbegehren jetzt rein von der verfassungsrechtlichen Konzeption, und ich bin von meiner Ausbildung her Verfassungsrechtlerin, ja eigentlich eine Initiative der direkten Demokratie gerichtet an das Parlament sind. Und ich denke mir, es ist mir relativ wurscht, ob Regierungsmitglieder Volksbegehren unterschreiben. Sie sollen was tun, nämlich sie sollen die entsprechenden logistischen Konzepte, die wir fordern im Sinne der Frauen, gefälligst in ihren Ministerien bitte sehr ausarbeiten. Dafür haben sie logistische Abteilungen, und das dann in der Regierung als Regierungsvorlage beschließen und dem Parlament zuleiten. Nachdem sie aber sogar die Unterstützung durch Unterschrift verweigern, mache ich mir leider auch keine Hoffnungen, dass sie ihre aufgrund der Verfassung konzipierten Aufgaben im Sinne des Volkes, nämlich im Sinne der weiblichen Bevölkerung, die ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung steht, wahrnehmen werden. Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Dann bedanke ich mich und ich hoffe, Sie kommen alle am 14. Februar. Dankeschön.